Ja, wir haben in Österreich seit Anfang der 80er Jahre die Varroamilbe. Und es haben sich verschiedene Ansätze zur Bekämpfung der Milbe etabliert. Die Ansätze haben alle die Eigenschaft, dass man sie meist erst nach der Honigernte anwenden kann. Jetzt hat man relativ lange mit der Methode arbeiten können, dass man nach der Honigernte die Varroa-Behandlung macht, und es ist eigentlich mehr oder weniger gut gegangen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren, und da spreche ich von den letzten 3 bis 5 Jahren, verstärkt beobachtet, dass wir wärmere Winter haben. Und erfahrene Imker berichten, dass die Bienen noch sehr lange in den Herbst hinein brüten. Das hat zur Folge, dass sich im Gegensatz zu den bisherigen Erfahrungen die Milbe ebenfalls weiter vermehren kann. Und wir zunehmend in eine Situation hineinkommen, wo wir vom Auswintern, sprich vom Frühjahr weg, bis zur Honigernte ebenfalls eine Behandlung brauchen. Und wir haben 2008 begonnen, diese Methode mit Wärme, die Varroamilbe zu bekämpfen, zu entwickeln. Das Gerät ist so konstruiert, dass es möglichst einfach zu bedienen ist. Es braucht 2 Dinge, einen Stromanschluss und eine Wasserbefüllung. Das ist wichtig, das Gerät heizt und befeuchtet, und es ist zu jedem Zeitpunkt sichergestellt, dass in der Behandlungskammer des Geräts die Stockfeuchte eines Bienenstocks herrscht. Die Feuchtigkeit ist sehr wichtig, wenn man auch offene Brut mitbehandelt. In der offenen Brut befinden sich zwar keine Varroamilben, aber sie kommt oft gemeinsam mit verdeckelter Brut vor. Wenn die offene Brut behandelt wird, ist es sehr wichtig, dass diese Feuchtigkeit das richtige Niveau hat. Damit ist sichergestellt, dass eben keine Schäden auch bei der offenen Brut auftreten. Das Gerät heizt sich sofort in wenigen Minuten auf die Temperatur des Bienenstocks auf, und ab diesem Zeitpunkt kann der Imker die entnommenen bienenfreien Brutwaben von verdeckelter Bienenbrut in das Gerät einhängen. Die derzeitige Serie des Varroa-Controllers ist kompatibel mit 4 verschiedenen Wabenformaten. Derzeit sind behandelbar Breitwabe, Zander, Einheitsmaß und Kunsch. Und es ist daran gedacht, auch noch weitere Rähmchenformate zu adaptieren. Wichtig ist es, dass man beim Einhängen der Bruträmchen darauf achtet, dass nicht durch überstehende Wachsteile oder besonders dicke Futtergrenze die Luftdüsen in der Behandlungskammer verlegt werden. Es muss sichergestellt sein, dass die Luft frei strömen kann. Und das Zweite, was eben sehr wichtig ist, dass man den Sensor richtig einsticht. Richtig bedeutet in dem Fall, dass man ihn vorsichtig in der Mitte der Brutwabe platziert und dass man ihn so weit in die Bienenbrut einsticht, dass der Metallteil des Sensors nicht mehr sichtbar ist, und wichtig, dass man ihn auf der anderen Seite auch nicht durchsticht oder dass man ihn auf der anderen Seite auch nicht sieht. Der Sensor muss vollständig in der Bienenbrut eingestochen sein. Zwei Stunden dauert eine Behandlung mit dem Varroa-Controller. In diesen 2 Stunden, ab Einschalten des Gerätes, ab Starten des Programms, heizt das Gerät auf und erreicht die kritische Behandlungstemperatur, bei der die Milbe innerhalb von 20 Stunden verstirbt, die Bienenbrut jedoch nicht geschädigt wird. Nach diesen 2 Stunden erklingt ein Dauerton. Der Imker wird darauf hingewiesen, dass die Behandlung fertig ist, und er kann die Bienenbrut in die Ursprungsvölker zurückhängen. Innerhalb der nächsten maximal 12 Tage, so lange dauert das Verdeckelungsstadium im maximalen Fall, fallen die toten Milben im Zuge des Schlüpfens der Bienen und im Zuge des Reinigens der Zellen dann aus den Zellen raus. Wir haben mittlerweile eine Anzahl von Vertriebspartnern in ganz Österreich finden können. Dort kann man sich das Gerät gegen Tagesmiete oder gegen eine Wochenendmiete ausborgen, und später wird das Gerät auch zum Kauf zur Verfügung stehen. Mir ist es wichtig, dass
jetzt einmal die Imker und Imkerinnen entsprechende Erfahrungen mit dem Gerät sammeln können. Und das, denke ich, funktioniert am besten, indem sie sich einfach einmal ausprobieren. Die Absicht war, mit dem Varroa Controller ein Gerät und eine Methode zur Verfügung zu stellen, sodass man jederzeit im Bienenjahr, speziell aber im Frühjahr, wenn sich die Bienen und die Milbe zu entwickeln beginnen, gegen die Milbe vorgehen kann, und das ausschließlich mit Wärme und ein bisschen Wasser.